Ja, ich war jetzt auch mit der Hauptkarte. Da hoch muss ich. Das ging schnell, muss ich mal sagen. Was soll ich dazu sagen? Die sind lame. Moin, Ike. Was machst du hier? Hauptquest und zwei Nebenquests. Die hast du auch noch. Beziehungsweise eine Nebenquest und eine Bonusquest. Muss bald mal von diesem nassen Schwamm. Okay. Nö, ja, ich hab die hier von diesem Volkala aus Versehen angenommen. Mit dem Sprengstoff. Ich hatte die heute eigentlich schon gemacht. Irgendwie konnte ich die schon wieder annehmen. Aber ich bin erstmal gestummt. Ah, ihr seid wieder da. Das lässt mich vermuten, dass heute viele Sklavenanführer gestorben sind. Sie werden Lord Baras nicht mehr belästigen. Ich erschaudere bei dem Gedanken an ihr Schicksal. Ich muss schon sagen, es ist sehr inspirierend, euch bei der Arbeit zu beobachten. Ihr wart eine große Hilfe, Commander. Danke. Es freut mich, das zu hören. Ich werde Lord Baras informieren, dass die Lage unter Kontrolle ist. Puh, und jetzt kehre zu Baras zurück. Alles deine Schuld, Darko.
Wo waren die denn? Die drei. Du musst ja wahrscheinlich auch die drei archäologischen Pläne finden. Nee. Ich musste eine bestimmte bestimmte Sklaven hier abschlachten. Nee, ich meine als Hauptschiff. Ja, da habe ich nichts mit Archäologie. Ich musste helfen, Sklaven umzubringen, die meinem Meister in Gefahr bringen durch ihre Aktionen. Denk dran, du hast einen ganz anderen Charakter als ich, eine ganz andere Laufbahn. Und ich schleiche mich jetzt ganz ehrlich an den Dullis hier vorbei, die sind alle zu lame. Gibt auch kaum noch Punkte. Hier oben gibt es einen Waffenhändler, wenn ich das richtig sehe. Ach nee, so eine Aufrüstwerkbank. Okay. Lichtschwert. Das da rein. Das da rein. Fertig. Habe ich jetzt mein Lichtschwert verbessert. Für was ist jetzt dieser Kristall? Das ist ein Überbleibsel des unendlichen Reiches und kann in einen Datacron-Matrix-Füge auf deinem Hauptplaneten mit anderen verschiedenen Nachrichten zu einem Datacron-Matrix-Waffe zusammengefügt wird. Ah, okay, ich verstehe null. Leck mich fett, ey. Das sehe ich jetzt, als wie viele Kristalle ich schon wieder habe. So, ich habe jetzt mal mein Schwertchen ein bisschen aufgerüstet. Und... Wow. Wow. Machtkraft plus 94. What the fuck? Ich muss wohin? In die Richtung. Ja, 424. Also dieses Macht-Upgrade war nicht schlecht. Läuft, läuft, läuft. Hier verkauft kann ich ohne sowas. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ich glaube, ich habe gerade ein Geschenk verkauft. Das ist scheiße. Ah, warte mal, Rückkauf. Nee, doch nicht. Leben Sie wohl. Wie lautet der Bestimmungsort? Genießen Sie Ihren Aufenthalt.
weiterfliegen. So, fett. Da. Egal, was ihr mit mir tut. Brecht meine Knochen, verbrennt mein Fleisch. Ich sage euch gar nichts. Du wirst dich nicht widersetzen. Verrecke, Monster! Ich wusste nicht, dass Körper so verbogen werden können. Ich glaube, mir wird schlecht. Erspar dir das. Du solltest das nicht sehen müssen. Ah, mein Schüler, du bist zurückgekehrt. Commander Pritch hat bestätigt, dass die Sklaven zum Schweigen gebracht wurden. Gut. Ich versuche noch immer, etwas aus diesem Agenten herauszuholen. Er ist widerspenstiger, als ich dachte. Ich bin bereit zu helfen. Es benötigt nur etwas Zeit. Lass mich nur in Ruhe arbeiten. Ich habe eine weitere wichtige Mission für dich. Es geht um den abtrünnigen Sith Lord Gratan. Er ist mir ein besonders lästiger Dorn im Auge. Triff dich mit meinem Schüler Drikil Ball. Er ist mein verdeckter Agent in Gratans Anlage. Ball behauptet, eine wichtige Entdeckung gemacht zu haben. Ich dachte, ich wäre vielleicht euer einziger Schüler. Dann ist Ball mein Rivale. Versuch ihn lange genug zu tolerieren, um die Einzelheiten zu erfahren und deine Arbeit dort zu beenden. Gratans Anwesenheit ist nützlich für mich. Er soll also nicht getötet werden, nur verkrüppelt. Finde heraus, was Ball entdeckt hat und tu genau, was er dir sagt. Heute lege ich einen Sith Lord lahm. Genieße es. Eines Tages wird es dir nicht mehr besonders erscheinen. Nun denn, republikanischer Jämmerling, wo waren wir? Ach ja. Sag mir, was ich wissen möchte! Ich mag den nicht. Ich mag den nicht. Inventar. 202 Rüstung, das wäre was für die. Ja, genau. Ey, jetzt sind wir ja fast gleich aus Fett. Cool. So, was hast du Neues für mich? Die Macht ist eine Waffe. Wutanfall. Ich werde euch lehren, sie zu führen. Sofort, erzeugt sofort 6 Wut. Nee, ist wieder nur so eine Zeigt passive. Keine Gnade. Falsch. Ach, Mann. Ich mag den Baras nicht. Ich weiß, dass ich zum Schluss gegen den kämpfen muss. Aber solange ist das leider Gottes noch mein Meister. Hast du das schon nachgeschaut, dass du gegen ihn kämpfen musst? Vor Jahren schon, wo das Spiel rauskam. Okay.
Gott. So, der zeigt mir jetzt das dort an. Ich muss aber irgendwie zu einem ganz anderen, sprich mit Drakel Baal. Drakel Baal ist eine Mission für Lord Gratan zu zeigen, bla bla bla. Ja, der zeigt mir das wieder bis dahin und die Anlage ist aber da unten. Was ist denn das für eine Logik? Ach, Mann, Mann, Mann. Hast du sowieso eigentlich eine, in dieser ganzen Welt eine Aufrüstbank für Lichtschwerter gefunden? Ja. Ich nicht. Ich habe eine gefunden. Die erkennst du auf der Minimap, das sieht aus wie eine Pistole. Das Symbol. Okay, dann glaube ich, weiß ich, was du meinst. Kannst doch auch nachgucken, wenn du mal die Minimap aufmachst, hast du links an der Seite Modifikationsstation, das ist das 1, 2, 3, 4, das fünfte von unten, ne? Das ist halt ein Blaster und du kannst da, wenn du das anklickst, wird dir gezeigt normalerweise, wo eine ist. Aber ich behalte es bei Taxi drin. Da wie Standard ist bei mir. So, jetzt habe ich hier Heldenmission. Endlich jemand, der Verstand hat. Oder mir vielleicht sogar bei meiner Arbeit helfen kann. Meine närrischen Schüler haben sich bei einem einfachen Ritual umbringen lassen und sie haben immer noch die Runen bei sich, die ich ihnen anvertraut habe. Sie mussten lediglich... Nein. Nein, das machen wir nicht, das kennen wir schon. Ihr bewegt euch schon durch die Zitadelle, als würdet ihr dort herrschen. Vielleicht tut ihr das ja eines Tages. Ich bin der Schüler und die Stimme von Darth Charnos. Ich spreche in seinem Namen und möchte euch anwerben. Von einem Darth Charnos habe ich noch nie gehört. Mein Meister bleibt lieber im Schatten, aber zweifelt nicht an seiner Macht oder an seinem Vermögen, Erfolg zu belohnen. Ich spreche für ihn. Ich brauche Individuen, die sich in einer Gesellschaft voll Heimlichtuerei und Irrsinn einen Ruf erwerben können. Respekt, wenn schon nicht Liebe. Ich brauche Agenten, um einen Feind der Sith auszuschalten. Ihr würdet gute Dienste leisten. Ich vernichte alle Feinde der Sith. Unser Feind ist der Revan-Orden. Ein Kult von Dummköpfen, die sich in jeder Schicht der imperialen Gesellschaft verbergen. Schon seit Jahren rekrutieren die Revanita-Ketzer heimlich Offiziere, einflussreiche Sith, erfolgreiche Söldner, jeden, der ihre Macht vergrößern kann. Und ich soll mich ihnen vermutlich anschließen. Ihr sollt meine Meister helfen, sie zu vernichten. Statt dem Imperator und dem Rat der Sith zu folgen, verehren die Revanita einen längst verstorbenen, von Jedi-Sitten korrumpierten Sith-Lord. Wenn ihr für uns die Identität des Oberhaupts der Revanita feststellt, wird mein Meister sie dem Rat der Sith enthüllen. Dann ist der Kerl so gut wie erledigt. Ihr müsst einfach nur dem Kult beitreten. Ich kann euch hineinbringen, aber ihr müsst euch dort Vertrauen erwerben. Ich werde mehr als ihr Vertrauen erwerben. Ich lehre sie, mich zu fürchten. Das könnte reichen. Die Revanita haben eine geheime Anlage im Dschungel. Zeigt dieses Zeichen dem Kultisten am Eingang. Er wird euch dann einführen. Ihr müsst euch eine Audienz bei ihrem Oberhaupt verdienen. Wenn ihr sein Gesicht gesehen habt, kehrt ihr zurück und streicht eure Belohnung ein. Mach ich. Aber es geht noch weiter. Das mit Malgis, das machen wir nicht. Und das ist ja so ein Terminal.
Ich habe jetzt zwei Hauptquests. Einmal Spur der Verwüstung und einmal Initiation. Es ist ja, es wird lustig werden. Das wird noch lustig. Erkennungsmarke des imperialen Kampfsoldaten. Was? Energiepack. Versteifter Gürtel der Arti. Gesundheit. Fett. Deine hat 192 Rüstung. Das Ding hat 100. Vergiss es. Nee, das kriegst du nicht. Das kriegst du nicht, meine kleine Fett. Ach, jetzt komme ich endlich mal dahin. Cool. Stärker aus. Ja, 14. Das Anwesen von dem ist auch richtig nice. Kann man sagen, was man will. Was hast du gesagt? Mich nerven mittlerweile ein bisschen die langen Laufstrecken. So. Nur dich nicht? Mich gerade nicht, nö, weil ich genau immer dahin fliege, wo ich hin muss. Jetzt habe ich hier das und das. Drum und Cast Initiation, Drum und Cast Spur der Verwüstung. Ich will aber zur Spur der Verwüstung. Das heißt, in die Richtung, wo ich gucke, muss ich laufen. Und jetzt? Ach, da. Ja, das schaffen wir auch in der Aufnahme. Ihr müsst der Agent sein, den Lord Barras schickt. Ich dachte, es käme ein leiser Attentäter, nicht so ein wildes Ungetüm. Passt auf, wen ihr hier wild nennt. Ihr redet hier nicht mit einem von Barras imperialen Handlangern. Ich werde Lord Barras noch lange dienen, nachdem er euer überdrüssig geworden ist. Wollt ihr diese Theorie auf die Probe stellen? Wir haben etwas zu erledigen. Der ganze Komplex ist in Aufruhr. Unseren Streit sollten wir also aufheben. Hört zu. Lord Gratan ist ein abtrünniger Sith, der dem Rat der Sith offen trotzt. Solange er sich hier verschanzt, ist er unantastbar. Lord Barras will, dass Gratan erkennt, dass er doch nicht unantastbar ist. Ich habe mich ein Jahr lang verstellt und so endlich den Weg gefunden. Lord Gratan hat einen Sohn. Vielleicht könnt ihr in noch einem Jahr seine Schuhgröße rausbekommen. Er trägt Stiefel, keine Schuhe, Großmaul. Ich sollte Gratans Schwachpunkt finden. Er hielt die Existenz seines Sohnes geheim, um ihn vor seinen Feinden zu beschützen. Gratan wäre verzweifelt, wenn sein einziges Kind und sein Erbe sterben würde. Es wäre eine Botschaft. Gut, also wo ist er? Ich will gern der Bote sein. Ihr werdet schon mehr als ein Bote sein müssen.
Gratans Junge ist fast 20 und die Macht ist stark in ihm. Die Wege der Sith wurden ihm in die Wiege gelegt. Ihr werdet es nicht leicht haben. Meine Hände werden von seinem Blut befleckt sein. Was für eine vulgäre Person ihr doch seid. Gratan ist geschäftlich unterwegs. Ich habe einen Datenstift gehackt, sodass ihr in seine Privatgemächer könnt. Doch zuerst müsst ihr Gratans Überwachungsstationen ausschalten, damit man euch nicht sieht. Ihr hört das im Hintergrund, dieses Gestöhne, oder? Soll ich etwa geheim vonstatten gehen? Das klingt einfach. Wir wollen euch ja nichts allzu Schweres zumuten. Ihr müsst die Überwachungsstationen der Anlage finden und nun euer Lichtschwert hineinstecken. Denkt ihr, dass ihr das hinbekommen werdet? Hört auf, mich zu beleidigen, Ball. Ihr spielt mit dem Feuer. Ist es denn so leicht, euch zu ärgern? Das ist alles. Zerstört die Überwachungsstation und verschafft euch mit der Passierkarte Zugang zu Gratans Gemächern. Der Junge heißt Beelzlit. Findet ihn und macht kurzen Prozess mit ihm. Dann kommt hierher. Versucht es nicht zu vermasseln. Die Einstellung gefällt mir. Gibt's nichts zu looten. Wenn ich eh da runter muss, kann ich hier runter springen. Yay! Schon besser! Dieses Geräusche. Fahrstuhl, komm. Komm. Bumm. Oh, du hast einen coolen Helm. Cool. So, wo ist der Dulli, den ich umklatschen soll? Mädchen. So, und jetzt müssen wir genau dahin. Mutter. Ein Fremdling nähert sich. Ihr habt ja keine Ahnung, Kleiner. Ich bin Selvanta Gratan. Wie könnt ihr es wagen, uneingeladen das Zimmer meines Sohnes zu betreten? Wer seid ihr? Mein Name ist unwichtig, wenn ihr tot seid. Ihr werdet merken, dass ihr mich nicht so leicht einschüchtern könnt. Mein Sohn ist zwar noch ein Akolyt, aber ich bin eine Sith. Beelzlit, in Deckung! Nein, Mutter! Ich stehe an deiner Seite!
Angriff! Was ist denn das für ein Dulli? Vielleicht geht's besser. Ich verstehe dich gerade sehr schlecht. Ich muss gerade die Kunst als Zipfelmacke. Ha, da bist du tot. Genug. Es ist klar, dass wir euch nicht ebenbürtig sind. Wenn wir sterben müssen, sagt mir, was haben wir getan, um den Tod zu verdienen? Ich töte euren Sohn, um euren Ehemann zu verwunden. Mutter, wenn ich das Ziel bin, bring dich in Sicherheit. Ich möchte nicht, dass du stirbst. Mein Sohn, du musst dich für niemanden opfern, nicht einmal für mich. Du musst am Leben bleiben. Attentäter, ihr habt euch einen Weg in die privaten Gemächer Lord Gratans gebahnt, um einen Jungen zu töten? Ja. Ihr seid einen Atemzug vom wahren Meister entfernt. Verschont uns und ich helfe euch stattdessen, Lord Gratan zu vernichten. Das sind nicht meine Befehle. Beelzebub, lauf! Nein, Mutter! Wenn ich sterben muss, sterbe ich an deiner Seite! Ja, die waren tot. Ja, wie lang? Ja gut, dann beende ich die Folge jetzt hier. Rockstar, dance until I drop my love is a fire.